Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen wieder mal bei euren Hansa für 1993 zum nächsten Teil der 200 Abo Special Serie. Gut, mittlerweile sind wir, ich weiß, bei 250, deswegen sage ich auch in diesem Video gerne nochmal vielen lieben Dank, liebe Leute. Ja, und heute, ich habe es ja schon den Hinweis gegeben, WWE, wir sind heute bei SmackDown, Here Comes the Pain im Hauptmenü noch. Keine Sorge, wenn ich ein richtiges Let's Play schade, lasse ich alles vorne weglaufen. Ja, ist 2003, Ende 2003, da sind die SmackDown, erscheinen die SmackDown-Spiele immer, WWE-Spiele zumindest immer. Ist es erschienen 2003, kurz bevor ich zum großen Wrestling-Fan wurde, von 2004 bis 2007, 2008 war ich eigentlich ein recht großer Fan. Gut, am Anfang natürlich noch gedacht, oh Alter, das ist echt, Mann, wie kann der das überleben, Alter, das ist ja voll geil. Der kriegt voll auf die Fresse und steht noch auf. Ja, das war immer das Geile beim Wrestling. Die sind so auf die Fresse, kriegt Bluten ohne Ende aus den Stirn und und stehen noch auf und gewinnen auch noch und so. Ja, es waren schon tolle Teile bei. Die Spiele waren eigentlich immer richtig geil. Vor allem hier dieses Spiel, Here Comes the Pain. Ich habe mich dafür entschieden, weil hier würde ich nämlich die Story let's playen. Und dieser Story-Modus, der hat es richtig in sich gehabt. Richtig interessante Stories gehabt. Sicherlich waren die abgekupfert vom richtigen Wrestling, von der richtigen Story im WWE-Verlauf, aber für mich waren die damals immer unbekannt, weil ich ja erst kurz danach, nach diesem Spiel, Fan geworden bin, deswegen waren da geile Stories bei, vor allem waren ja früher Attitude-Era und wie es alles hieß, war sowieso alles viel interessante Stories als jetzt, sondern nur noch irgendwelchen Liebeskram und Verrücktheitsdinger, darauf stehen die Amis ja total, also da waren die älteren Stories noch viel geiler, also, es wird immer mehr auf Matches und nicht mehr auf Matches gelegt. Keine Brutalität mehr, also ein bisschen Blut muss man schon bei sein, ne? Das ist doch geil am SmackDown-Match gewesen. Naja, ich glaube doch, viele Fußballfans waren auch Wrestling-Fans. Umgekehrt glaube ich nicht. Dass viele Wrestling-Fans Fußballfans waren, das glaube ich eher nicht. Wenn nicht, ich war beides. Bzw. war erst eigentlich großer Wrestling-Fan, dann kam Fußball immer mehr und deswegen trat SmackDown, bzw. WWE, Wrestling, immer mehr in den Hintergrund, weil Fußball für mich immer, ja, interessanter wurde. Aber das wäre jetzt immer mit der Erklärung zu meiner, also kann ich immer nebenbei noch ein paar Sachen erzählen. Ich werde erstmal ein ganz normales Match hier starten, um euch das Spiel zu zeigen, für die es nicht kennen. Da haben wir immer wieder in die Menüführung ein paar Wrestler. Im Blick hier haben wir The Rock, den müsste eigentlich jeder kennen. Das ist ein Schauspieler. Dwayne The Rock Johnson ist hier drauf. Roddy Piper, Rodney Max, Sable kenne ich auch nicht mehr. Scott Steiner kenne ich noch. Cena Hill kenne ich nicht mehr. Shawn Michaels, klar, bekannt. Shelton Benjamin, Stacy Keebler, Stephanie McMahon, Steve Austin, Steve Richards, Ted Jury, Test, Torrey Wilson, Triple H, Trish Stratus, Ultimo Dragon, Undertaker, natürlich bekannt, Val Venis, Victoria, Vince McMahon, der große Präsident, A-Train, Batista, Big Show, Booker T, Brock Lesnar, Bubba Ray Dudley, die Dudley Boys auch noch bei, Charlie Haas, ich zähle jetzt mal alle auf, die hierbei sind, ne? Chavo Guerrero, Chris Benoit, Chris Jericho, Christian, die sind auch heute noch alle noch bei, Devon Dudley nicht mehr, bei TNA glaube ich ist er noch, Eddie Guerrero, Ruhe und Frieden, mein Freund, genauso wie auch Chris Benoit vorhin, da wir vorbeigeradelt sind. Edge, schade, dass er nicht mehr dabei ist, aufgrund von Verletzung musste er ja aufhören, das habe ich auch mitgekriegt noch. Eric Bischoff, ehemaliger Präsident von Raw, George Steele, Legende, Goldberg, Hammer-Typ gewesen, Goldust. Hillbilly Jim, der war so bärtig, ja, weiß ich nicht, kenne ich nicht. The Hurricane, besser bekannt als Gregory Helms, The Iron Sheik, klar. Jazz, auch bekannt. John Cena, also wer den nicht kennt, ne, also. Heute ja der Star in der WWE. Kane natürlich auch noch bekannt. Kevin Nash, habe ich auch zwischenzeitlich mal zurückgekehrt. Weiß nicht, ob man sie in den Beinen mitgekriegt hat. Kurt Angle. Lance Storm kenne ich nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Lita. Matt Hardy, klar. Nikolai Volkov kenne ich auch noch. Randy Orton. Hier ist noch ganz schön schwach drauf. Rey Mysterio. Natürlich kennt man den. Rhino. Ric Flair. Rico, Rikishi, Rob Van Dam, und da sind wir durch. Also, ja, mit wem kämpfen wir denn jetzt hier? Ich wäre mal für. Ne, Kurt Angle, der macht nur blöde Moves. Kane, John Cena, nee. Codust. Ich nehme heute mal den ganz dicken Jungen hier. Und zwar The Big Show. Ne, ich finde es realistischer, wenn man nur einen Finisher hat. Das ist besser, dass man gleich 5 Stück sammeln kann. Sagen wir höchstens 2. Wir kämpfen nicht gegen Brock Lesnar, der ja auch zurückgekehrt ist. Wir kämpfen auch nicht gegen Booker T. Wir kämpfen gegen einen Schwächeren. Ich habe deswegen lange nicht mehr gespielt hier. Wir nehmen uns Chavo Guerrero vor. Neffe von Eddie Guerrero. Und das Ganze machen wir... Ja, bei SmackDown, so wie das Spiel auch heißt. Big Show hat auch wie eine Windel sowas ähnliches an. So, spielen wir einfach mal...
Entrances lasse ich erstmal an, weil ich ob mir YouTube da irgendwas reinbammeln will, wenn wir ja sehen. Stephanie McMahon. Ja, bei den Einmärschen gibt es immer so einen kleinen Frame-Einbruch. Kann ich da nichts für. Match habe ich ausprobiert. Ist es alles recht in Ordnung. Ja, aber es ist The Big Show, der alte Einmarsch, die alte Musik. Der war einfach Hammer, der Typ. Oder ist noch Hammer, gibt es ja auch noch. Aber wie er hier aussah damals, wie so eine Art Windel. Heute hat er ja wenigstens so eine Shorts an. So ähnlich sieht er richtig komisch aus. Ja, und dann natürlich die typische Pose von The Big Show. Das ist natürlich... Ja, als Kommentator von Wrestling muss man natürlich auch ein bisschen übertreiben. Immer die übertreiben, immer hammermäßig, wie die übertreiben, die Leute. Das ist immer schon toll gewesen. Das kann ich natürlich auch. Viva la Raza! Chavo Guerrero mit der gleichen Musik wie Eddie Guerrero in diesem Spiel. We Lie, We Chibi Zero als, wie, oh Gott, scheiße, wie hießen sie nochmal? Das fällt mir jetzt gerade ein. Lying, Cheating and Stealing, ja, das ist mir klar. Chavitos, nein, ich weiß auch nicht mehr, wie die hießen. Ach, Los Guerreros, na klar, die Los Guerreros waren sie zusammen. Mehrmalige Tag Team Champions. Jo, wir spulen das Ganze mal vor. Also, das läuft ja recht gut ab. Kein großer Frame-Einbruch diesmal. Stealing Finisher, man kann auch den Finisher der anderen klauen. Ist, finde ich, jetzt nicht so berauschend, aber ja. Ich glaube, da braucht man sogar zwei Icons für. Ja, have two Smack-Icons. So, los geht's hier. Mit X verschlagen, hier genau. X verschlagen, okay, auch Clothesline machen. Schlagen und drehen, als in allen Kreises, ja, Griff-Move hier, können wir uns greifen und das kontert natürlich auch gleich. Mit den L- und R-Tasten kontert man, also mit R2 und L2. Ja, okay, das ist natürlich geil hier, ne? Er kriegt Big Show nicht hoch. Hammer, so, jetzt machen wir mal gleich einen Grapple-Move hier von hinten. Backbreaker, kenne ich noch, ein paar Moves kenne ich natürlich noch. Auch wenn ich das lange nicht mehr geguckt habe, also ich habe ja, ich war auch selber in Fantasy Wrestling League aktiv, muss man sagen. Ja, Fantasy Wrestling. Eigentlich auch einer von vielen großen. Ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch gibt, diese Fantasy Wrestling League. Denn das ist, glaube ich, ein bisschen eingeschlafen mit der Zeit. Das wurde nachher immer unbeliebter mehr, weil auch das Wrestling eher nicht wirklich unbeliebter wurde. Aber ja, weil viele mehr Kleinkinder immer zugeguckt haben da hier in Deutschland. Weiß ich nicht. Ich glaube es einfach zumindest. So, jetzt geht's hier hin und her. Wenn Big Show einen in die Ecke schaut, dann tut's natürlich gleich mehrfach weh. Und das ist natürlich ein Klatscher, wo Big Show immer laut in die Publikummenge gerufen hat. Und dann hat man's Klatschen gehört da. In der Halle. Das war immer richtig schön und... Ach, so ist das. Da war der Frame-Einbruch ganz gut, finde ich. Denn... so... So mit Dreieck war Rennen, genau. Und dann konnten wir ihn in die Ecke da hinterherlaufen. Wir könnten jetzt sogar schon unseren Finisher machen. Und dann Smackdown hieß es in der See damals noch. Smackdown ausführen. Und er wollte ein Cover machen gegen Big Show. Guck an, er wollte ein Cover anbringen. So, komm her hier. Oh, oh, jetzt gibt er uns ein paar. Jetzt gibt er uns ein paar. Jetzt gibt er uns. Ist ja klar, immer wenn ich die Schläge kontern will, macht er einen Griff-Move. Wenn ich Griff kontern will, macht er Schlag. Und jetzt will er auch noch springen, der blöde Vogel. Und trifft uns auch noch. Ja, was kann ich noch sagen zu Wrestling? Also ich fand's, ah ja, vor allem die Story, genau, das wollte ich genau sagen. Die Story hier in diesem Spiel, warum ich dieses Spiel Let's Play möchte. Die Story hier in diesem Spiel war eigentlich, gut, habe ich glaube ich schon erwähnt, ne? Nee, das war eigentlich cool. Also wir werden, wenn wir Let's Playen würden hier, würden wir den Story-Modus Let's Playen. Mit wem, das muss ich mir überlegen, das könnt ihr mir auch gleich sagen eigentlich. Wenn ich das Spiel Let's Playen soll, dann sagt mir gleich, mit wem, mit welchem Wrestler soll ich mal einen erstellen? Dann fangen wir natürlich ganz schwach an. Das wäre natürlich eine Variante, oder sollen wir uns einen fertigen Wrestler nehmen? Natürlich keinen, na gut, so einen ganz kleinen Cruiserweight will ich auch nicht nehmen, das ist ein bisschen langweilig. Natürlich kann man immer stärker werden, aber ja, das müsst ihr einfach sagen, schreiben. Mit welchen, wenn ich das Spiel machen soll, dann mit welchen. So, jetzt gehen wir hier raus. Oh, es kommt auch noch raus hier. So, du kommst mal her, die schleudern mir gleich mal die Ringtreppe gegen. Genau, so war das. Und jetzt mal hier so einen kleinen Griff und klammern den Kleinen hier. Und dann, jawohl. Die Treppe können wir uns nehmen, würde ich aber nicht machen, dann sind wir disqualifiziert. Und jetzt zählt er uns, auch endlich mal an. So, jetzt gibt hier eine Ecke paar. Tritt, tritt, tritt. Tritt und nochmal einen richtigen. Bist du? Bam! Noch ein Tritt vom Big Show hinterher. Jetzt hier doch immer schneller, der Schiri. Oder der Ringrichter. So, jetzt kriegt er noch ein paar auf der Fresse. Chavo Sachs kommt von dem Publikum. So,
So, jetzt gibt es noch was im Ring. Ein bisschen würgen, tut auch gut. Und dann nehmen wir uns mal hier und dann würde ich sagen, ist Chokeslam-Zeit angesagt. Bei The Big Show. Ab, ran gegen Griff. Oder bei Big Show hieß der, glaube ich, hier im Spiel The Showstopper. Und jetzt liegt da schon lang, der kleine Chavo. Jetzt können wir das Match ja auch schon beenden. Na, jetzt macht das ein Pin. Oder ein Cover hieß es ja. Pin ist es, wenn es bis 3 durchgeht. Gucken wir mal. 2, 3. Big Show gewinnt. Na gut, den Chavo ist auch nicht wirklich ein Problem. Habe ich mir natürlich auch ein schönes Leichtgewicht ausgesucht. Ja, ich bin so fies. Ich weiß. Ja. That is the Big Show. Das war immer geil. Die Musik. Ich stand richtig auf die WWE-Musik. Ich hoffe, YouTube macht mir keinen Strich durch die Rechnung. Da muss ich die Entrance überspringen, beziehungsweise ganz leise drehen. Natürlich gibt es einen kleinen Frameraten-Einbruch. Nein, Rematch machen wir jetzt nicht. Wir gucken mal, was wir noch machen können. 10 Minuten haben wir erst rum. Ich will das Video eigentlich nicht so kurz halten wie das andere von Dragon Ball. Da können wir ruhig ein bisschen länger spielen. Was gucken wir in den Options rein? Was gibt's denn da? Na gut, nee, die gucken wir uns mal an, wenn es wirklich startet, ne? Season Creator. Gut, da kann man ja alles kreieren, was geht. So, jetzt machen wir mal ein schönes Hardcore-Match, würde ich sagen. Wir machen jetzt ein schönes Hardcore-Match. Und wer ist Spezialist für Hardcore-Matches? Wer ist Spezialist für Hardcore-Matches, Leute? Das ist natürlich nur einer. Rob Van Dam aus der ECW. ECW. Gegen wen wresteln wir mal? Christian. Das war ein bisschen doll. Mikrofon ein bisschen abnehmen. Christian. Goldberg natürlich nicht. Goldberg, Hilly Billy. Kane, Kevin Nash, Kurt Engel. Kurt Engel. Gegen Matt Hardy. Das war auch so ein Highsporn, was Hardcore-Matches angeht. Kommt, glaube ich, auch aus der ECW. Glaube ich nicht unbedingt. Man kann sogar im Backstage-Bereich, ja gut, da kann man hinlaufen, ne, glaube ich sogar. Deswegen, wir gehen jetzt mal nach Raw. Also, zwei Zöpfen, Kinder. Rob Van Dam ist ja auch, glaube ich, wieder zurückgekehrt. So wie ich es letztes Mal mitgekriegt habe. Gegen Matt Hardy, weiß nicht, was der gerade macht. Also hier haben wir die ganzen Gravel-Moves, also die ganzen Tipps. Merkt euch das, also damit ihr nicht fragt, wie machst du das, wie machst du das. Ja gut, irgendwie mache ich schon bestimmt irgendwas anderes. Aber dann weiß ich, glaube ich, auch nicht, wie ich das gemacht habe. Und los geht's, ohne Entrances geht's los hier. Oh, der AWD bewegt sich hier schön schnell, das finde ich gut. Zack, Insogiri oder was irgendwie, Spin-Kick oder so. Irgendwie heißt das bei Rob Van Dam, ja. Der kann ja alles, was fliegen kann. Oh, nochmal hier, zack. Und wir fangen mal nochmal an. Und das ist natürlich ein geiler Move hier. In das Spin-Tackle in die Ecke. Ja, was heißt, wir fangen gleich an, wir gehen mal gleich nach draußen. Ach ne, mit Viereck war das ja genau. Suchen uns da was raus. Ein Stuhl. Ein Stuhl ist immer gut. Na komm her hier. Komm her hier. Jetzt kriegst du Paar. Der Stuhl ist gleich ein bisschen verbogen, meine Güte. Komm, steh auf hier. Oh Gott. Das war immer geil. Diese Stuhlschläge. So. Das war immer so schön laut. Weg mit dir, komm. Ey. Ich will mal hier was von draußen zeigen. So. Matt Hardy. Jetzt haben wir natürlich gerade den Frame-Einbruch wieder. Der passt natürlich super. Wie verschwinden wir aus dem Ring? Ja, brauchst gar nicht posen, du Poser, du. So. So, ich hau ab. Ich verschwinde mal. Jetzt sind wir also hier im Backstage-Bereich. Jetzt räumen wir natürlich ein. Geht schon bis 2. Wow, Mensch, der Matt Hardy kann ja gar nichts ab. So, wir sind also im Backstage-Bereich. Da kann man auch hochklettern, ne? Jupp, man kann hier hochklettern. Da ist auch eine Leiter zum Hochklettern. Das ist ja wie so ein Hell in a Cell-Match fast. Komm, jetzt schubsen würde ich mal gegen die Tonnen hier gegen. Dann gibt es ein paar Nacken. Und dann gibt es hier was. Und ein German Suplex. Jawohl. Und dann, ja, ich würde sagen, hauen wir mal wieder ab. Nächste Tür. Jetzt sind wir also im Trainingsraum. Ich glaube, hier gibt es nicht mehr. Können wir also gleich wieder verschwinden. Also, hier gehen wir wieder raus. Trainingsraum ist nicht schön. Verschwinden wir mal. Hier geht es, glaube ich, weiter. Wenn ich alles täusche, genau so ist es. Okay, können wir noch nicht. Ah, okay. Ja, so, was mache ich jetzt mit ihm? Sowas. Ja, das war geil, diese Hardcore-Matches. So, nächste Tür. Gucken wir mal, wie es hier so aussieht in der Arena.
Das war natürlich auch noch richtig geil hier. So, jetzt sind wir im Parkhaus. Können wir mit einem Gabelstapler fahren. Da liegt ein Hammer, da liegt eine Limousine, steht hier noch nicht. Und wir können noch woanders hingehen. Ist ja super. Können uns also richtig durch die Gänge prügeln. Das habe ich in den anderen Spielen vermisst. Oh, jetzt sind wir hier draußen. Jetzt sind wir vor der Arena. Wow, und Matt Hardy, da liegt eine Radkappe. Der nimmt uns hier gleich mal hart ran, würde ich sagen. Und nochmal. Oh, Spin-Kick ist daneben gegangen. Wir kontern, jawohl. So, jetzt nehmen wir uns mal hier vor. Und da gibt's mal einen Dropkick. Einen Dropskick. Einen Dropskick. Und jetzt haben wir hier eine Radkappe in der Hand. Und hauen ihn das Ding mal vor die Birne. Knallen das Ding vom Latz. Schmeißen die Birne ins Weg. Hier liegt noch ein Hammer rum. Liegt hier so noch eine Mülltonne. Hier ist alles abgesperrt. Extra fürs Hardcore-Match oder wie. Da ist noch ein Einkaufswagen. Weiter geht's hier anscheinend nicht. Hier liegt noch ein Feuerlöscher rum. Da geht's auch nicht weiter. Ausverkauftes Haus steht da. Also weiter geht's hier nicht. Das ist eher die Radkarte in der Hand. Ich würde sagen, wir beenden das hier. Oh! Man kann das Ding sogar werfen. Das wusste ich natürlich nicht. Frame-Einbruch haben wir auch gerade wieder gehabt. Ich glaube, das ignorieren wir einfach demnächst irgendwie. So, es gibt hier auch immer eine Radkappe. Der wirft das wie eine Frisbee-Scheibe, der Vogel. Jetzt haben wir natürlich nichts, wo ich meinen Finisher zeigen kann. Nein, oh nein, du komm weg, nie. Da rollt er uns ein. Press any button to repeat. Ja, was will er denn jetzt? AWD. Konter, jawoll. Und jetzt kriegst du gleich einen Würger. Ja, so. Radkappe, jetzt gibst du wieder Schläge ab. Gut, der Kopf ist schon rot. Ja. Was kann man hiermit noch machen? Ich würde sagen, wir nehmen uns mal den Hammer hier. Bom. Bom. Ah, nein, das ist der Hammer weg. Nein. Oh Gott, ich habe Angst. Ah, das kann man einfach aufwerfen, alles klar. So, kontern, sehr schön. Rob Van Dam kontert. Natürlich hier. Jetzt gibt es wieder den Spin-Kick. Kann man auf diesem Netz auch raufklettern? Ne, kann man nicht. Gut, ich würde sagen, wir gehen wieder rein. Ich will meinen Finisher machen. Ja gut, das soll natürlich nicht machen. Wie gesagt, ich muss auch wieder ein bisschen klarkommen. Ich muss wieder ganz klar an die Steuerung gewöhnen. Und jetzt gibt's erstmal... Oh, was für ein Swinging Neckbreaker. Hammer Teil. Und wir gehen wieder rein in die Arena. Du bist mir zu blöd, Matt Hardy. Ich hau ab. So, jetzt sind wir hier also im Parkhaus wieder. Von hier könnte ich meinen Finisher machen, wenn er richtig liegen würde, der Typ. So, jetzt machen wir nochmal hier so ein... Oh, was ist das denn? Wow, das war natürlich ein Hammerteil. Was machen wir jetzt? Oh, da hat es gekontert. Naja. So, wir haben auch gekontert. Das ist schön. Und wir machen nochmal so einen schönen Swinging hier. So, es müsste eigentlich liegen. Klettern wir mal hoch da. Ah, steht wieder auf. Und wir machen Spin. Oh, nee, das war natürlich sehr blöd. Sind wir gleich runtergeflogen. Da kontert er aber aus. Er kontert auch schon wieder. Na gut, das ist jetzt geht's hier hin und her. Jetzt ist es ein Match, was völlig offen ist. Und er schleudert uns nicht gegen die Sehne, sondern schleudert uns gegen sein... nicht gegen die Tonnen, sondern schleudert uns gegen sein Ellbogen. Jetzt haut er uns so... Ach gut, ich labe hier schon wieder mir Kopf und Kragen. Jetzt haut er uns gegen das Knie und dann macht er einen Suplex oder was auch immer er mit uns gemacht hat. Komm, steh auf, Rob Van Dam. AWD. Ich lauf weg. So, nochmal ein Spin-Kick hier. So, und dann hier mal gegen die Tonnen. Und dann... Backcracker, Backbreaker, irgendwas ist es. Das Auto kann man nicht rauf, schade. Und dann machen wir halt noch hier so einen Zeitsuplex. Ramsch. Setzen uns auf ihn rauf. Und Motorrad fahren können wir auch noch. Motorrad fahren von Undertaker können wir auch noch. Mit X das Gas geben. Oh. Wie geil ist das denn, bitteschön. Und da schleifen wir ihn mal mit hier.
Bombs. So, dann steigen wir wieder ab. Er liegt lang. Er liegt lang. Ich würde sagen, wir können mal hochspringen und unseren Finisher machen. Und ab geht's. 5-Star Frog Splash. Und damit dürfte das Match hier gelaufen sein. 1, 2, 3, da ist es. Wir gewinnen das Hardcore-Match mit einem Ausflug durch die Arena, durch die Stadt. Ja, jetzt geht's natürlich wieder in den Ring zurück und da heißt es feiern lassen. Matt Hardy ist, ja, kaputt, würde ich sagen. Jetzt gibt's die Musik auch zu ihm. Rollt sich aus dem Ring. Na gut, da verdoppelt sich natürlich alles hinten im Monitor. Gut, Leute. Mit diesen Bildern würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wenn ihr wollt, dass ich das Spiel jetzt playe, dann schreibt es in die Kommentare und sagt mir gleich, mit wem ich den Karrieremodus starten soll. Den Saisonmodus, den Storymodus, wie man es nennen will. Hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal gibt es, weiß nicht wann, gibt ja unregelmäßige Abschnitte, aber in den nächsten Tagen wird es dann das nächste Projekt geben. Dann glaube ich erstmal mit dem PlayStation 1 Spiel, was mir auch mal an Herz liegt. Also, bis dann, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.